Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 1. Auf dem Modus endgültiger Tod. Wir haben zuletzt den Linken aufgehört, jetzt wo wir gleich in die Falle tappen werden in der Werkstatt. Und wir hoffen nach wie vor, dass wir nicht sterben werden. Ich hab dich. Verdammt, Bill! Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Joel! Scheiße, sie kommen. Kümmere dich ums Seil. Er lebt. Wie weit bist du? Ich mache so schnell, wie ich kann. Bin bereit, Ellie. Halt durch. Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Beeil dich! Zieh in Ruhe, du blöde Vieh! Verdammt, Ellie, sie sind gleich. Beweg deinen Arsch und steh auf! Okay. Oh, hier ist Scheiße! Ah, verdammt nochmal! Weg! Zurück! Wo lang? Okay, wir müssen durch! Komm! Hier! Lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Scheißfall? Leute, hinter uns! Bill, na los! Mist! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher. Bill, sie kommen durch die Tür! Mach sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus. Ehrlich, zurück! Zurück! Digga. Oh, Scheiße. Gott sei Dank, sie kommen her! Na los! Sie kommen her! Lauf weiter, hier, durch den Trab! Okay. Los, Ali, schnell! Ich lauf ja, ich lauf ja! Mann! Das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm.
Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Immer wieder schön zu sehen, wie die zwei sich beefen. Sorgt immer für ein Schmunzeln. Mann, der hat ja voll den Stock im Arsch. Weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister! Lass ja die Finger von dem Brett! Groß was? Vergiss es einfach. Hast du jetzt alles? Fertig. Okay, Ellie. Los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Danke. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Ted? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir... Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Ihr hört sich an, als gäb's Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art.
Okay, dann mal los. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Macht euch bereit! Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager okay. Holen und zum Osten. Er führt schon Selbstgespräche. Mal wieder. Dann muss man. Bill! Joel, hier lang. Und weiter geht's. Immer wieder schade, dass Bill nicht mehr Screentime hier bekommen hat. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so ein guter Charakter. Sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Ganz einfach, Menschen sind gefährlich. Auf? Ja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Oh, Pumpgun geladen. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Oh, und sieht mega simpel aus. Sehr schlicht gehalten.
So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Tja, und Ellie hat sich schon was eingesteckt, ja. Die kleine Diebin. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Damals, als nur der erste Teil noch draußen war und es bekannt war, dass der zweite kommt, habe ich immer sehr, 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 sehr viel Hoffnung gehabt, dass Bill im zweiten Teil wieder vorkommt. Leider ist das nicht passiert. Wir wissen, dass Part 3 in der Entwicklung ist. Die machen ja aktuell Casting für die ganzen neuen Charaktere, die vorkommen sollen. Voice Actor und Motion Capture. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Oh, ich bin sehr gespannt, ob wir vielleicht Bill nochmal wiedersehen. Das wäre so schön. Weil was jetzt schon klar ist, der dritte Teil spielt mit einer neuen Gruppe und wir spielen auch neue Charaktere. Aber demnach soll Ellie auch wieder einen großen Teil des Spieles einnehmen, so wie im Part 2. So ist es quasi wieder so eine gesplittete Story. Okay. Zeit zu packen. So soll es anscheinend werden. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Ich bin mir auch langsam immer sicherer, dass wir wahrscheinlich Abby und Liv in Teil 3 nicht sehen werden. Vielleicht bekommen die beiden ihr eigenes Sequel. Wenn sie auf der Suche nach den Fireflies sind, das wäre auch echt geil. Das wäre ein eigenes Spiel auf jeden Fall wert. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nichts. Wenn du meinst. Naughty Dog hat auf jeden Fall noch genug Stoff, um weitere Teile im The Last of Us-Universum rauszuhauen. Definitiv. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey, habt ihr es gehört? Seid ruhig. Zur Hölle hat er mich jetzt wieder gefunden. Es ist so lächerlich. Oh, das ist richtig schlecht. Wir halten hier fest, ich tue hier gerade geduckt langlaufen und der da vorne checkt einfach, dass ich hier bin. Sie sind blind und ich bin langsam geduckt vorangelaufen und er hat mich trotzdem wahrgenommen. Also wie zur Hölle kann das möglich sein? Ah,
Der kann mich jetzt eigentlich... Der da hinten kann mich jetzt überhaupt nicht wahrnehmen. Ich bin leise. Und ich kann, wie gesagt, nicht gesehen werden. Die Klicker sind blind. Ja, ich verstehe das mit den Klickern überhaupt nicht, Digga. Das ist so ein Witz, ist das. Ich glaube, das war's. Wir sind noch nicht sicher. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Wir sollten sehr leise sein. Ganz ruhig. Und ich möchte mal kurz anmerken, dann haben wir hier die normalen Infizierten, die ja sogar sehen können und sowas. Und teilweise die kriegen das nicht mal mit, wenn man sich an die ranschleichen tut, wenn die gerade so in dieser Ruhephase sind. Ja, ich kann ja voll Speed hin. Und die können ja sehen und hören. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Ja, muss mir nicht mal was machen. Ich bin das auch schon so gewohnt, mit Ziegelsteinen und mit Flaschen zu spielen. Die zwei Items sind eigentlich mitunter die wichtigsten Items wirklich, die es geben wird in diesem Spiel. Vor allem, wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, ist es A und O. Ziegelsteine und Flaschen, damit kann man einen Gegner schnell außer Gefecht setzen. Also bis gerade ist man eben eigentlich relativ geil, ne? Thank you.
erbarmungslos, hätte der mich schon längst entdeckt. Der Infizierte, ja. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Haben wir noch mehr von diesen Klickerdingern? Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Scheiße, der ist kaputt. Ah, doch nicht? Doch nicht. Ich muss das auch nochmal wiederholen, was bei Teil 2 deutlich besser ist, ist, dass man dort Pfeile herstellen kann mit Ellie. Das macht das Ganze wirklich noch einen Teil einfacher. Vorausgesetzt, man hat natürlich die Materialien. Aber allein diese Pfeile und Sprengpfeile, was man da haben kann, ey, das ist also so eine geile Scheiße. Das habe ich bestimmt auch schon ein, zweimal erwähnt. Ich erwähne es aber trotzdem nochmal. Dieses Grundstück hier, beziehungsweise der Hintergarten hier, ist eine Anspielung auf Telltales The Walking Dead Staffel 1. Der Anfang, wo man mit Lee in den Hintergarten stolpert von Clementines Familie. Das hier soll anscheinend eine Anspielung sein. Auf jeden Fall. Da gab es nämlich auch so einen Pool, da gab es auch ein Baumhaus. Und das sieht alles schon sehr ziemlich gleich aus. Auch hier mit der Schiebetüre. Finde ich auf jeden Fall cool. Nur das Haus hier ist natürlich nicht so aufgebaut. Weil als man in die Schiebetüre reinkommen ist beim Telltale-Game, war rechts direkt, ja, wobei doch ein bisschen, die Küche. Und wenn du hier dann so durchgelaufen bist, da war so der Dresden da von der Küche und dann bist du hier direkt ins Wohnzimmer gekommen. Das Wohnzimmer ist halt direkt links. So ein bisschen anders, aber trotzdem kommt schon ein bisschen hin. Das war's. Okay, wir sind sicher. Im Moment. Verdammte Dinger. Keiner wurde gebissen, ja? Nein, alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Ellie wird es sowieso nicht jucken, wenn sie gebissen wird. Die lässt sich ja sogar absichtlich beißen. Wir erinnern uns an den Rattler. Ah, ich mach mal noch ein Messer. Messer ist immer gut. Ich kann aber nichts mehr mit dem Tuch herstellen. Bisschen Leben fehlt uns, aber dafür möchte ich jetzt kein Medikit opfern. Das ist dafür noch viel zu wenig.
Medikit heilt deutlich mehr. Ja, und hier ist diese traurige Geschichte mit der Familie, die hier von der Evakuierung mitbekommt und wo sie am Ende dann auch den Hund zurücklassen müssen. Das ist schon eine sehr traurige Geschichte. Hey, hast du kurz Zeit? Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Ist trotzdem nach schön. Bill sehen. Okay. So, und an dieser Stelle bedanke ich mich auch schon wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.